Hallo und herzlich willkommen zu unserem Aero-Tutorial. Das heutige Thema ist die Überhöhung. Wenn wir von der Überhöhung sprechen, dann meinen wir in der Regel den Unterschied zwischen der Sattelhöhe und der Armpadhöhe, der in der Regel einen positiven Wert hat. Also der Sattel ist höher als die Armpads und hier kann man wirklich viel machen. Ähm wir empfehlen natürlich an dieser Stelle ganz klar auch einen Bikefitter oder einen Aero-Fitter mit heranzuziehen, weil wir hier an Einstellungen gehen. Wollt ihr selber ausprobieren, dann geben wir euch hier ein paar Ratschläge, wie ihr hier euch aerodynamisch verbessern könnt. Schauen wir uns das Ganze einmal bei Wiki an. Wiki, magst du einmal ganz kurz in die Aeroposition gehen? Dann haben wir hier die Möglichkeit, einmal von vorne zu sehen, wie Wiki sozusagen sitzt. Wir sehen, dass der Kopf ist aufrecht, wir sind relativ hoch und wir schauen uns jetzt mal an, wie wir das verbessern können. Wenn wir uns das Ganze nochmal von der Seite anschauen, dann sehen wir auch, dass hier Wiki relativ hoch sitzt, komfortabel sitzt, das sieht erstmal insgesamt sehr angenehm aus, so von der Höhe und auch von den Fahrmöglichkeiten. Wir schauen jetzt einmal ganz kurz, besteht überhaupt eine Möglichkeit, dass Vicky vorne tiefer kommen kann? Dazu gibt es einen kleinen Test, den ihr selber durchführen könnt. Vicky magst du mal auf der rechten Seite aus dem Pedal rausklinken und jetzt versuchst du das Knie an die Brust zu ziehen. Habt ihr hier wirklich Spielraum, dass ihr euren Fuß heben könnt, hier vielleicht drei, vier, fünf, sechs Zentimeter habt, an Spielraum dann ist es so, dass euer Gluteus Maximus noch nicht zumacht ihr habt wirklich die Beweglichkeit und auch die Möglichkeiten hier dann weiter herunterzukommen das ganze werden wir jetzt einfach mal bei wiki machen ich schraube ihr einfach mal den lecker ein bisschen tiefer dazu ist es halt so jeder lenker ist halt anders auch bei den neuen aerodynamik lenkern wird es ja zum Teil auch nicht unbedingt einfacher die umzubauen hier bei wiki ist es noch einigermaßen Gut machbar. Ich löse hier oben, oben die Schraube vom Vorbau, dass ich einmal den Vorbau nach oben halt öffnen kann. Hier ist eine kleine Abdeckplatte. Vicky, super, danke schön. Einmal kurz halten. Ich nehme einen anderen Aufsatz, um den Vorbau weiter abschrauben zu können. Das ist mit zwei Schrauben befestigt. Wir werden hier für das Video die Schrauben nicht ganz so festziehen. Ihr solltet das natürlich, wenn ihr das selber macht, euch davon überzeugen, dass ihr es richtig macht. Das heißt, Drehmomentschlüssel verwenden, damit auch die Drehmomente entsprechend eingehalten werden. Ich habe beide Schrauben gelöst. Jetzt habe ich die Möglichkeit, den Lenker zu lösen. Manchmal ist es nicht ganz so einfach, den zu lösen. Hier mit ein paar drehenden Bewegungen kriege ich den nach oben abgezogen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier Spacer zu verändern. Wir waren ja mit Wiki schon draußen und konnten testen, das heißt, hier bei Wiki werde ich jetzt drei Spacer rausnehmen und sie weiter nach unten setzen. Jetzt den Lenker wieder von oben raufschieben. Mit leichten drehenden Bewegungen geht es ganz gut, den wieder nach unten zu schieben. So. Wenn ihr den Lenker so löst, dann solltet ihr auch immer darauf achten, dass einmal die Spacer. Ja, genau. Die Spacer. Es ist halt auch der Lenkkopf da. Das heißt, wenn wir den Lenker so lösen, müssen wir halt auch immer sehen, dass wir das Lager entsprechend auch einstellen. Magst du mir die Schraube geben. Das heißt, zieht ihr diese Schraube hier oben zu fest, dann habt ihr gegebenenfalls das Problem, dass der Lenker nicht richtig sich bewegt. Wir schauen uns das Ganze weiter an. Ich schraube mal rein. So. Dann gibt es generell die Möglichkeit, dass ihr hier leicht festzieht, den Lenker nach oben oder das Fahrrad nach oben nehmt, schaut, ob der Lenker noch frei nach rechts oder links schwingt. Das kriege ich gerade nicht hin. Das kriegen wir aber für unsere Videos hier einfach so erstmal hin. Ich ziehe die anderen Schrauben erstmal handfest, um erstmal zu sehen, wie das Ganze aussieht. Und nachdem ich die beiden Schrauben befestigt habe könnte Vicky jetzt an dieser Stelle wieder in die Aero Position runtergehen. Und wir schauen uns das Ganze von vorne einmal an. Wir sehen auch hier ist der Kopf und die Schulterpartie schon deutlich tiefer gekommen und auch in der Seitenansicht können wir sehen, dass Vicky mit ihrem Oberkörper schon mal deutlich weiter runtergekommen ist. An dieser Stelle kann ich euch sagen, dass ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit habt, wenn ihr so vorsaßt wie Vicky, die ungefähr bei 70 bis 80 Prozent liegt, dass ihr euch aerodynamisch verbessern könnt. Zeitlich gesehen auf eine Langdistanz 180 Kilometer, ihr fahrt beispielsweise fünfeinhalb Stunden, dann könnt ihr sagen, dass im Schnitt ungefähr fünf Minuten drin sind, die ihr durch eine Veränderung der Überhöhung gewinnen könnt. Wenn ihr zum, zum Teil haben wir auch deutlich höhere Sachen schon gemessen, das bedeutet also bis zu zehn Minuten haben wir schon mit der Überhöhung tatsächlich messen können bei Athleten. Das hängt natürlich, ist sehr individuell. Wir geben euch hier eine Anregung, wie ihr sozusagen euch aerodynamisch verbessern könntet. Und dann haben wir hier sozusagen die Möglichkeit, die Höhe zu verändern. Jetzt schauen wir nochmal bei Vicky, wie sieht es aus, wenn du jetzt dein rechtes Bein in deinem oberen Totpunkt nochmal ausklickst, nochmal versuchst, zu deiner Brust hochzuziehen. Ja, auch hier haben wir immer noch genug Platz. Auch hier würde ich sagen, ist ein Fahren auf der Langdistanz immer noch möglich. Und ähm, ja, damit kannst du wieder einklicken, ganz einfach, genau. Und das wäre jetzt etwas, was wir definitiv draußen testen sollten und uns überlegen, wie groß der Benefit ist, den sie hier aerodynamisch gewonnen hat. Die Frage. Die andere Frage wäre parallel immer, wie viel Biomechanik verliert man hier gegebenenfalls? Aus meiner Sicht ist es hier noch sehr human und gut verträglich. Das sollte auf jeden Fall getestet werden, was wir da aerodynamisch rausholen. Und ähm, damit entlasse ich euch für heute, für dieses Video und freue mich auf das nächste Video. Und dann schauen wir uns an, wie wir die Armpad-Breite verbessern können.